Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Last Guardian Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Last Guardian aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, wir haben hier eine quadratische Box. Das Ganze hier für die PlayStation 4. Die Box ist in weiß gehalten und wir haben hier in der Mitte einmal den grauen Schriftzug The Last Guardian, hier noch mit einer Feder verziert. Der Schriftzug ist geprägt, also den kann man hier wirklich spüren. Und dann haben wir unten links noch einen FSK 12 Hinweis, der ist hier aufgedruckt worden. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, nochmal ein 12er, beziehungsweise kein FSK, sondern ein USK natürlich, wir haben hier ein Spiel und keinen Film, also ein USK 12 Hinweis. Dann haben wir hier PlayStation 4 The Last Guardian Collector's Edition. Auf der rechten Seite ganz schlicht einfach mit dem Aufdruck nochmal, links ebenso. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier so erste Eindrücke vom Spiel. Also wir haben hier so ein paar Szenen aus dem Spiel veranschaulicht. Ein Junge begegnet einer mysteriösen, gefiederten Kreatur. Ihre Schicksale sind miteinander verbunden. Darunter haben wir dann noch die Infos, die technischen Details zum Spiel. Und dann lesen wir hier bezüglich dieser Collector's Edition. Und zwar steht hier dann Inhalte der Collector's Edition. Also wir haben hier einmal das Spiel The Last Guardian auf Blu-ray Disc. Dann haben wir eine Premium-Trikot-Figur, also Trikot ist dieses Fabelwesen hier, dieser Greif. Eine Steelbook-Hülle, das Buch The Art of the Last Guardian, also das ist so ein Artbook. Dann haben wir ein Sticker-Set, den digitalen Soundtrack und das Ganze kommt auch noch in der Sammlerbox. Ja, das alles erwartet uns hier. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein und öffnen die Box hier auf der Seite. Lässt sich hier dann wunderbar aufklappen. Und hier kommen uns dann auch schon diese Sammlerbox entgegen. Dann werden wir mal schauen, wie wir die hier rausbekommen. Ja, es funktioniert. Ah, gar nicht so einfach, aber jawohl. So, die Box jetzt leer. Also das ist die Verpackung und die eigentliche Box, die Sammlerbox, die kommt jetzt zum Vorschein. Also hier ist dann die Collectors Box, die kommt ja in so einer Holzoptik. Auch hier lesen wir wieder The Last Guardian. Die ist wirklich rundum in dieser Holzoptik designt. Also wir können schon sehen, alle Seiten entsprechend hier in dieser Optik. An den Ecken jeweils diese Metallbeschläge und von unten ebenfalls Holzoptik. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also, wir haben hier den Boxdeckel zum Aufklappen. Und dann kommt uns auch gleich schon der Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal das Sticker-Set. Dann haben wir das Artbook, The Art of the Last Guardian. Dann haben wir einen Download-Code hier mit dabei. Das Spiel in der Steelbook Edition, in diesem Fall noch mit einem Schuber drüber. Und hier kommt dann die Figur zum Vorschein, die ist hier natürlich gut geschützt. Hier ist sie, also Trikot. Der Greif kommt hier auf so einer Plattform und die ist echt schwer, also die wiegt einiges. Das ist die Figur. Und zusätzlich haben wir auch noch hier eine zweite Figur, die sich dann mit dem Greif verbinden lässt. Okay, dann machen wir hier mal wieder zu und packen hier alles zusammen, so wie es gehört. Gar nicht so einfach, aber jetzt. So, dann können wir die Box mal zur Seite stellen. Und dann starten wir natürlich mal mit dem Spiel an sich. Der Rest kommt dabei noch zur Seite. So, also, das ist das Spiel. The Last Guardian. Hier haben wir nochmal beide Hauptpersonen, beide Hauptcharaktere abgebildet. Also links der Junge und rechts der Greif.
Nur auf PlayStation USK 12, wie gesagt. Auf der Seite auch nochmal beschriftet, auf dieser Seite ebenso. Und dann haben wir hier nochmal einzelne Szenen. Nochmal dieser Spruch mit: Ein Junge begegnet einer mysteriösen, gefiederten Kreatur. Ihre Schicksale sind miteinander verbunden. Und hier dann nochmal die Infos. Okay, der Pappschuber lässt sich hier natürlich entsprechend abschieben. Dann können wir hier einfach das Spiel rausziehen. Und dann kommt das eigentliche Steelbook zum Vorschein. Auch dieses hier entsprechend gestaltet. Auf der Rückseite hier die Feinde. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, hier haben wir einerseits wieder einen Gutscheincode für ein Design. Und dann haben wir hier natürlich das Spiel an sich, The Last Guardian. Und zwar sieht das so aus. Das ist die Spieledisk. Und auf der linken Seite kommt nochmal der Schriftzug und der Greif zum Vorschein. So, packen wir hier wieder zusammen. Und auch den Pappschuber können wir wieder drüber machen. Wunderbar. Als nächstes haben wir noch einen zweiten Downloadcode. Und zwar betrifft dieser den digitalen Soundtrack. Den kann man mit Hilfe dieses Codes runterladen. So, dann ist dabei ein Stickerbogen. Der sieht so aus, also hier die einzelnen Motive und Schriftzüge hier jeweils rauszulösen. Also wir haben dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hier mit drauf. In verschiedenen Größen und Farben kann man sich da entsprechend aufkleben. Das Artbook, das kommt hier in Gold. The Art of the Last Guardian lesen wir hier auf der Seite und auf der Rückseite. Und das Ganze ist eben so ein kleines Hardcover, so ein Artbook. Und hier haben wir dann eben diverse Storyboards, Entwürfe, Designs. Ja, also hier gibt es keine Texte, hier ist wirklich rein nur mit Bildern gefüllt worden. Ja, und so kann man sehen, wie so die einzelnen Designs Gestalt angenommen haben. Gut, also Artbook. Und als letzten Boxinhalt dieser Edition haben wir dann noch die beiden Figuren. So, einmal hier Trikot, der Greif, also wie gesagt ein Greif, das ist ja meines Wissens so ein Fabelwesen aus einem Vogel, also der Körper ist so vogelähnlich, gefiedert, auch die Füße und entsprechend natürlich die Federn. Und der Kopf ist, ja, am ehesten glaube ich eine Katze. Das ist so ein Mischwesen, ein sogenannter Greif eben. Hier lesen wir The Last Guardian, ansonsten hier alles in grün gehalten. Und in der Mitte auf dieser grünen Plattform liegt eben dann das Fabelwesen. Und hier speziell die Härchen, also hier so diese Tasthaare um das Maul und um die Augen herum, hat man hier sogar noch entsprechend eingearbeitet. Also die sind hier wirklich so feine Fäden oder so feine Borsten, die hier rausragen. Ja. Aber damit nicht genug, sondern wir haben auch noch, also die Plattform ist echt sehr schwer, also es ist eine massive Figur, so als wäre die irgendwie aus, ja, sehr schwerem Kunststoff oder es wiegt so, zumindest so viel, als wäre es irgendwie aus Stein. Und wir haben hier am Kopf zwei Aussparungen, so zwei kleine Schlitze, denn wir haben hier noch den kleinen Jungen, die Figur, und der hat genau hier an seinen Füßen so zwei entsprechende Elemente mit eingearbeitet. Und dann kann man ihn hier wunderbar draufstellen. Genau. Also, so fliegt er dann mit Trikot durch die Welt. So sieht das aus. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Statue, diese Figur von dem Greifen und dem Jungen. Dann haben wir das Artbook zu dem Spiel. Den Stickerbogen
mit den diversen Motiven und Schriftzügen. Dann den Downloadcode für die Musik, also für den Soundtrack, sowie auch natürlich das Spiel an sich im Pappschuber und unter diesem Pappschuber dann das Steelcase. Jawohl, und das Ganze kommt dann in dieser wunderbaren Sammelbox, in dieser Holzbox, die auch nochmal speziell gebrandet ist. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, The Last Guardian. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr The Last Guardian unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.